Das Feld enthält einen vollständigen Deckungssatz, mit dem ihr alle WPBO-Layouts nachbauen könnt. Ihr bekommt 12 Spieler, also damit man 5 gegen 5 zocken kann. Unterschiedliche Farben, ein Spieler jeweils pro Team Ersatz, der Pause machen kann. Und dann gibt es halt ganz viele, über 120 taktische Spielsteine, mit denen man jedes Szenario, was auftreten kann, durchplanen kann und nachspielen kann. Ja, fangen wir an mit. Das sind die Shooting Lanes, habe ich die Dinger genannt. Damit kann man sich quasi Schusskanäle suchen. Und am Anfang haben wir haben das erst mit Cordel gemacht, die hat sich aber so dämlich verknotet, immer deswegen diese Holzstäbchen, mit denen ihr Shooting Lanes finden könnt. Es gibt Zonenbausteine, auch mehrere, ne? Einer für die Snake, einer für die Dorito-Seite. Das ist wichtig, ne? Wichtig, dass man das am Anfang schnell findet. Dann gibt es Richtungspfeile für wenn ein Spieler in der Deckung ist, in welche Richtung er gucken soll, oder ihr könnt einen Gegner damit markieren, wo die tendenziell hinschießen. Dann gibt es Key Bunker Stones, die man, das sind solche kleinen Sterne, die könnt ihr euch an wichtige Positionen legen auf dem Feld, die immer gehalten werden sollen. Dann gibt es so Multi-Stones, die könnt ihr euch zu Hause noch bekleben. Mit denen kann man, keine Ahnung, Blindspots markieren oder irgendwie Situationen am Anfang, wenn man eine Deckung doppeln soll. Ja, also dann kann man ja kreativ sein mit. Dann gibt es quasi solche kleinen Breadcrumbs, Brotkrümel habe ich die genannt, für Laufwege der eigenen Spieler und der Gegner. Und dann gibt es noch was ganz Interessantes mit dazu. Ihr kennt ja, wenn ihr euch die Pläne eures Gegners aufschreibt, ne, schreibt man ja beim ersten Breakout alle Positionen mit einer 1 auf, beim zweiten mit einer 2, beim dritten mit einer 3 und so weiter. Und ihr habt hier ganz viele Zahlen mit dabei, sodass ihr, glaube ich, 11 Breakouts nachstellen könnt. Das heißt, ihr schreibt erst den Gegner auf und könnt dann zu Hause oder auch auf dem Spieltag kann man sich ein ruhiges Plätzchen suchen, die Breakouts nachstellen der Gegner und kann dann so Tendenzen erkennen. Was weiß ich, der ist viermal hier in das T-Bag gelaufen, zweimal hier, fünfmal in die Snake und so weiter. Ihr versteht das schon. Alle diese Steine sind in Deutschland hergestellt und gefertigt und lackiert worden, sind ungiftig, kann man auch drauf rumkauen, würde ich jetzt nicht empfehlen, ist ja Holz, aber alles ungiftig. Alles auch in kleinen Mengen nachbestellbar, wenn ihr Sachen verlieren solltet, wenn diese Deckungen kaputt gehen, dann kontaktiert uns bitte auch, da helfen wir auch weiter. Gibt aktuell 4 Farben, Blau, Gelb, Rot und Schwarz. Und ja, wird viele weitere Special Editions geben, auch Swirls, Kombination mit anderen Feldern. Und ja, wir freuen uns drauf.